So, jetzt noch den letzten Cash kassieren und dann haben wir es geschafft. Ja. Meistens hatte ich hier wenig Libelle. So, und tschüss. Jetzt waren sie doch da. Zensiert. Dann habe ich dich gemerkt. Ja, ganz unauffällig. Das sind schon kleine Arschlöcher. Ich glaube, es gab im Großen und Ganzen auch nur 4 von denen in der Welt. Jetzt sind es 3. Okay, weiter. Oh Gott. Ja, und die Welt endet. Für ein paar Edelsteine lasse ich dich in die kleine Burg dort drüben. Was sagst du dazu? Warum nicht? Seit Jahren ist keiner durch das Tor gegangen. Ich dachte, ich fände nie einen Dummkopf. Ich meine, einen gerissenen Kunden wie dich, Spyro. Ja, es ist aber nett. Warum ein Schloss so weit entfernt bauen? Vor allem auf einem Hügel, der über dem Nichts ist. Na, was soll's. Oh, Edelsteine. Es gibt hier nur 2 hier drin. Ne, sogar 3. Okay. Na gut, die schattige Oase. Ein ganz lustiger Ort. Halleluja, sie sind zurück. Jetzt stehlen sie Äpfel, weil es keine Dracheneier mehr gibt. Oh. Das kam gut. Das nicht. Okay. Dieser Ort hier ist ein einziges Labyrinth. Wenn man also den Weg nicht kennt, kann man sich hier durchaus verirren. Spyro, es ist gut, dass du hier bist. Ich wollte eine Beere von diesem Zauberbeerenstrauch pflücken, aber ich bin nicht stark genug. Muss mir Vitamine futtern. Wenn du gegen den Strauch rennst oder ihn abfackelst, sollte eine dieser leckeren Beeren herunterfallen. Ah. Oder eine Beere reicht aus. Wenn wir nochmal dagegen rennen oder abfackeln, haben wir keinen Nilpferd mehr mit komischen Flügelchen auf dem Rücken, die das wegfrisst. Das hier ist wirklich wie Arabien. Wir haben Paune. Die klingen wie eine Frau. Wir haben Ritter, die klingen wie ein Knirps. Und Nilpferde, die laufen, sprechen und Türen anreißen können. Und von den Rittern ignoriert werden. Gut, der blockiert von vorne, aber er kann wieder wach werden, deswegen fackel ich den nochmal ab. So. Warum fackel ich das Ding ab? Man hat sich auch schon dermaßen verpeilt. Was kommt davon, wenn man nachts nicht so gut schlafen kann, wenn es draußen so heiß ist? Ein Glück, dass das die Tage dann bald zu Ende ist. Stirb. So, hier erstmal alles unten einsammeln, bevor ich nochmal zurücklatschen muss, weil das muss ich sowieso. Daneben. Und von hinten sind die in einem Schlag tot. So. Haut nichts hier rauf. Danke fürs Blitzdingsen. Aua. Verdammt. Warum bin ich Spyro 1 so gewohnt? Das war nur 15 Parts lang und ich habe nur 3 oder 4 Aufnahmesessions gebraucht. Gott, verflucht. Oh, der ist aber. Meine Frage, wenn er die Türen jetzt anreißen kann, warum konnte er das vorhin nicht? Stimmt.
Stimmt, weil er den netten Drachen von nebenan noch mal vorstellen musste, wie er das macht. Ja. Dürfen wir den Sam gucken, rum wie diese, wie dieses komische Baby auf dem Teppich hin. Fast hätte ich dich umgerannt, Freundchen. Fast hätte ich dich gar nicht getroffen. Noch nichts vergessen? Ah, ein Faun. Ein V. Nein, schuss mich nicht in die Lava, Kumpel. Ich bin darauf sehr schlecht zu sprechen. Boah, lacht die halt. Wie grässig die alte Tante lachen kann. Ja, der lacht wenigstens nicht. Boah! Mann! Jetzt bräuchten die Bällchen. Ist hier irgendwo... Nein, Kontrollpunkt gibt's hier natürlich nicht. Ah, da bist du ja wieder. Äußerst praktisch. Ich habe im Ernst nicht mitgezählt. Ich wusste nicht, dass da ein Leben rauskommt. Gut, reiß schon mal die Tür ein, ich komme nach. Ich mach wenigstens auf den Gegner mit. Das ist nett. So, wären wir auch schon beim großen Bäumchen. Danke, dass du mir geholfen hast, den großen Beerenstrauch zu erreichen. Jetzt können wir jederzeit Beeren essen. Nimm das hier. Es ist ein Geschenk von allen Nilpferden. Sagte drei Käse. Drei Käse hoch das Nilpferd. Und der ist echt nur drei Käse hoch. Gut, die spucke ich schon mal an. Ich würde das nämlich auch wieder quer durch den Ort. Spyro, drei Diebe haben unsere magischen Messinglampen geklaut. Bitte nimm sie ihnen wieder ab, bevor sie sie aus der schattigen Oase entführen. Okay. Ja, das ist ganz schön komisch, die einzufangen. Die rennen alle nur im Kreis, aber die rennen verschiedene Kurse. Einer rennt nur auf einer Plattform im Kreis, ein paar machen einen ganzen Hindernisparcours daraus. Gerade das kotzt mich so an. Huch, ich bin ein bisschen zu weit geflogen. Egal, hier ist schon eins der Gebiete, wo wir hin müssen. Wir können den Level von vornherein nicht ganz machen. Aber die Aufgabe macht Spaß, deswegen mache ich das schon mal. Vor allen Dingen muss ich nichts hinterher machen. So, Nummer 1. Die Lampen fliegen Gott sei Dank alle von alleine auf uns zu. Ich muss allerdings noch ein paar Edelsteine einsacken. Wir können nicht mal alle Edelsteine sammeln, weil wir noch die dritte Fähigkeit von Spyro brauchen. Na gut, das waren dann wohl alle. Und nun auf zum nächsten. Ich mache jetzt den in den Gängen, weil der auch hin und her läuft. Das ist zumindest nicht so kompliziert. Wenn wir den dritten machen, können wir auch die Fragezeichenkiste wiederfinden und dann schnuddert wohl. Gut, der letzte läuft hier herum. Es ist allerdings total random, wo er jetzt lang rennt. Wenn man ihn allerdings abspuckt, dann ist das schon erledigt. Dann ist das Thema schon geritzt. Na? Na. Und da ist besagte Aufgabe, die wir nicht machen können. Die Aufgabe, die wir nicht tun können, weil uns der Kopfstoß fehlt. Weil wir nicht mit dem Schädel geradeaus in den Boden können. Und auch die Kiste müssen wir damit öffnen. Ich glaube aber, ich kann das ein bisschen backen. Das Ding.
Nee, kann man nicht, okay. Ich habe Glitches gesehen, wie man sich an der Kante von dem Ding aufgehangen hat, sodass Lero endlos gefallen ist, obwohl er gar nicht gefallen ist. Nun zu dir. Na gut, dass ich das Ding angestoßen habe, es wäre sonst ein Weg. Und der ist der einfachste von allen dreien. Nein, ich will die Gegner noch kriegen. Danke fürs Zurückbringen der drei Zauberlampen. Hin in diese Kugel. So eine Elf hat sie bei mir liegen lassen, aber sie will nicht richtig glänzen. Bling. Ja, jetzt glitzert sie. Gut, die Aufgabe wäre auch schon erledigt. Jetzt muss ich trotzdem nochmal hier runter. Das alles nur wegen dem Ding hier. Na gut, die beiden Vasen, die spare ich mir jetzt mal. Kann ich auch beim nächsten Mal machen, wenn ich hier bin. Muss die Aufgabe ja eh noch erledigen. Ja, Herbstfeld ist so riesig, dass ich für zwei Aufgaben zurück in diese Welt muss. So, ihr müsst jetzt hier stehen, genau. Wir sind jetzt am Anfang des Levels. Von der Mitte ungefähr bis zum Anfang gesprungen. Not bad, huh? Und da ist die Raketenkiste, die habe ich auch schon angemacht. Kann ein Ding vergessen, weil sonst ist die Kiste am nächsten Besuch wieder hier. Gut, und raus. Er hat auch was gehabt. Ich finde diese Outros und Intros immer so genial. Die sind einfach nur lustig. Oh, wir haben schon alle. Wow, 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 wow. Vielleicht später. Ich will jetzt noch nicht gegen Schluck antreten, weil wir die Heimatwelt noch fertig machen müssen. Können. Vor allem haben wir noch eine Flugwelt zwischendurch. Gut, hier war ich. Also geht's jetzt hierhin weiter. Hey, Geldsack, alter Sack. Ich würde dich gern umsonst auf diese Rennstrecke lassen, Spyro. Mit Freuden. Doch die Rennstreckenregeln verlangen leider eine kleine Gebühr. Gut lügen kann er. Gute Wahl. Ich wette, ein schneller Drache wie du wird sein Geld in 0, nichts zurückgewinnen. Wir können nur nicht unendlich Cash machen. Und jetzt, wo wir diese Welt freigespielt haben, können wir auch sehen, wie viele Kugeln wir in den jeweiligen Welten eingesackt haben. Ob wir nun keine eingenommen haben oder doch welche. Wir können das sogar bei den Drehportalen zu den Heimatwelten sehen. Gut, bei denen fahre ich lieber mit, weil sie sind ein bisschen zu jäh zu kriegen. Nein, 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 nicht runterfallen. I dare you. I double dare you. So. Die Schneemännchen, das können, ist ja cool. Vor allen Dingen, wo haben sie die Motorschiffe her? Na, ist auch ziemlich scheißegal. Gut, als ich sagte, der Metroring sei durcheinander, habe ich gemeint, er ist fast so durcheinander wie diese Strecke hier. Die Strecke hier ist wirklich total durcheinander, da hat man wirklich fast gar keinen Überblick. So durcheinander, dass ich kaum rauskriege, was ich hier machen muss. Na? Oh. Und das. Loch Nessviecher. Jetzt. Yes. Mein größtes Problem werden allerdings die Bögen sein. So. Loch Ness Monster. Der. Und wir haben schon alle. So, du. Nein. Da ist noch eine Schwester. Wow. Die sind aber auch alle potten hässlich. Gut, und das können wir, glaube ich, dann mit Laufen erledigen. Ja, zu Fuß.